Ja, schönen guten Abend erstmal. Glückwunsch als allererstes nach Essen für die, glaube ich, gute Leistung heute Abend. Ja, wir haben leider Gottes im ersten Drittel, vor allen Dingen im ersten Drittel, nicht das umgesetzt bekommen, was wir noch letzten Sonntag gegen Ratingen nahezu perfekt gespielt haben. So kam dann auch der Erfolg zustande. Sicherlich der ein oder andere angeschlagene Spieler, aber das darf man nicht als Entschuldigung nehmen. Wir waren nicht so bereit. Das hat man im ersten Drittel relativ deutlich gesehen. Im zweiten Drittel wurde es ein bisschen besser. Wir standen etwas konzentrierter, dass man zum Torerfolg kommt. Haben leider dann unsere vielen Chancen nicht nutzen können, sonst wäre es vielleicht noch ein bisschen enger geworden, weil sich die Mannschaft dann daran hochzieht. Ja, im letzten Drittel haben wir getan, was wir tun konnten. Haben das letzte Drittel persönlich gestaltet, 2-1 gewonnen. Gehen wir mit einem kleinen Erfolgserlebnis hier weg, aber zufrieden bin ich leider nicht. Dankeschön. Ja, guten Abend. Also wir haben heute ein sehr, sehr gutes Eishockey gespielt, zumindest die ersten 40 Minuten. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen. Dann ist noch wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben ihre Torchancen genutzt, was mich natürlich nicht gefreut hat. Aber unterm Strich bin ich mit dem Spiel heute sehr zufrieden. Und das zeigt halt, wenn wir unser Spiel spielen und die Mannschaft besser umsetzt, dass es sich auch vor dem Spiel in der Kabine gesagt hat, dann hat es jeder Gegner schwer gegen uns. Aber ich glaube, wir haben halt insgesamt ein sehr, sehr gutes Eishockey gesehen. Auch mal gut, hat sehr, sehr gut gespielt. Und das war jetzt Gott sei Dank einmal wieder Gegner für uns, der uns auch ein bisschen gefordert hat. Das hat mir also heute am besten gefallen. Danke. Ich bleibe zur Verfügung. Im Anschluss daran euch guten Heimweg an und kommt gut und vor allen Dingen sicher in die Deichstadt am Rhein. Viel Erfolg noch für die letzten Spiele. Wir sehen uns dann demnächst wieder hier. Zunächst mal zwei Auswärtsspiele. Die kommenden Spieltermine erfahren Sie dann zeitig über unsere Homepage. Danke, dass Sie heute Abend uns alle, beide Mannschaften, so unterstützt haben. Es hat gut getan, mal wieder vor gut gefülltem Haus zu spielen. Und auch die Stimmung war klasse. Dafür haben auch die Fans aus Neuwied super beigetragen. Ein ganz herzliches Dankeschön an einen starken Besuch. Das war ja wirklich eine ganze Menge. Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bald wieder hier und herzlichen Dank. Tschüss.